Heute bin ich mit Regio TV Plus in der wunderschönen Burg Reichensteig zu Arlesheim und habe das grosse Vergnügen, mich mit dem Burgwart, Patrick Vögtli, zu unterhalten und mehr über seine Tätigkeit und die Burg zu erfahren. Schön, dass ich heute bei dir sein, lieber Patrick. Du hast ja einen sehr außergewöhnlichen und speziellen Beruf. Wie bist du dazu gekommen, Burgwart zu werden? Ja, das Thema Burgen und Schlösser begleitet mich eigentlich schon seit dem Kindergarten. Ich bin da nie davon losgekommen. Das war natürlich gar nicht so schlimm für mich. Und dann die Begebenheit war, ich wohne seit 2000 in Arlesheim. Ich war nie in dieser Burg drin. Und 2010, im Dezember, ich muss das betonen, im Dezember 2010, hat eine Kollegin von mir einen Anlass gemacht. Da haben wir beiwohnen. Und dann bin ich das erste Mal in dieser Anlage gesehen und ich bin glaube noch auf keiner Stufe gesehen, dann hat es mich schon begeistert und habe gesagt, ich will Burgwart. Ja. Nun gut, wie es hätte sein sollen, 1. August 2011 war mein erster Arbeitstag in der Burg Reichensteig. Also somit hat sich eigentlich dann das sehr schnell so entwickelt, wie ich das eigentlich mir erhofft habe. Was für ein Glücksfall. Was sind denn so deine Tätigkeiten als Burgwart? Was gehört da alles zu deinem Aufgabenbereich? Also grundsätzlich ist natürlich die Burg Reichensteig das Kernthema von meiner Tätigkeit. Es geht darum, die Erhaltung, Aufrechterhaltung von der Burg, die Pflege von der Burg. Da sind von kleinen bis grösseren Bauarbeiten. Da geht es aber natürlich auch um halt mal mit dem Besen durchzugehen. Das ist ganz klar, das ist normal. Das andere grosse Punkt ist die Feierung der Gäste durch ihren Anlass. Das heisst, wenn sie kommen, zeige ich Ihnen mal die ganze Burg, also ich mache die ganzen Vorbesprechungen, was wollen Sie, was haben Sie vor und tue sie dann einfach dort oben im Prinzip begleiten und tue es dann am Schluss wieder abnehmen, was aber auch natürlich ein interessanter und ein schöner Moment ist, sind die Vierungen. Ich habe viele Schulklassen, die hier Vierungen dürfen oder können in Anspruch nehmen und dann darf ich da auch ein bisschen geschichtlich ein bisschen über die Burg referieren. Ja, die Burg ist ja aus dem Hochmittelalter, oder? 1200 oder so, da ist sie erbaut worden. Richtig, das erste Mal ist sie 1200 und ein bisschen nachher erbaut worden, richtig. Und die hat ja sicher viel Besitzerwechsel gehabt und auch viel schon erlebt. Und ich habe eben gelesen, dass die in der heutigen Bauform, wie sie jetzt ist, nicht die ursprüngliche Form ist. Das ist richtig. Die Burg, wie du sagst, hat natürlich ein paar Mal einen Besitzerwechsel gehabt. Wie viel ist, kann ich so gar nicht sagen. Markantest war sicher der erste von der Frohburg zum Bistum. Dann hat sich der Kanton ein bisschen drum bemüht, 17. 18. Jahrhundert. Und ist dann 1932 in Besitz gekommen, nach ein paar vorgehenden Besitzer, die privater Hand waren, vom Jakob Brodbeck Sandreuther. Wir haben ihn auch hier hinten auf dem Bild. Und er hat dann die Burg zuerst komplett abgerissen, was noch übrig war, und dann wieder komplett aufgebaut, 1932 bis 1933. Ah, okay. Also die Burg ist noch nicht so alt in dieser Form, Form wie sie jetzt ist. Genau. Und du hast ja vor ein paar Jahren auch deine eigene Eventfirma gegründet, burgwart.ch. Was beinhaltet das alles und was machst du in dieser Firma? Burgwart.ch ist der Name natürlich Programm. Als Burgwart von der Burg Reichensteig habe ich gefunden, doch, das passt wahnsinnig gut dazu. Der Grundgedanke natürlich von dieser Firma ist Catering. Die Idee ursprünglich war vor allem auf der Burg Reichensteig. Wir haben uns dann aber auch ein bisschen nach außen entwickelt. Und haben jetzt uns aber mehrheitlich schon wieder auf die Burg, wo wir uns konzentrieren. Unsere Themen sind natürlich klar das Mittelalter, kostümiert. Wir haben aber schön. Auch schon so Steampunk-Partys in alten Industriehallen gemacht oder italienische Gartenparty. Also alles, was nicht ganz normal ist, ist genau das Richtige für uns. Was bei anderen aufhört, fängt es bei uns an. Man spürt richtig, du lebst auch für die Burg und du kennst die sicher so gut wie niemand anders. Gibt es so besondere Winkel und Geheimnisse, die nur du kennst? Oder was macht für dich den besonderen Charme von dieser Burg aus? Also gut, ich finde,
Burg selber liegt natürlich schon an einem wunderbaren Ort. Was man da für einen Ausblick hat in das heutige Dreiländereck, ist natürlich einmalig. Der Charme von dieser Burg zeichnet sich aus, dass sie zwar neu aufgebaut ist, aber nicht zu kitschig. Ja. Sie hat in der Anlehnung auch zum Ursprung ein paar Merkmale. Sie hat kleine Nischen, man hat viele Begegnungszonen, gerade wenn Anlässe sind. Und ich finde, sie hat einen wahnsinnig guten Spirit und das trägt auch dazu bei, dass hier wirklich ganz schöne Anlässe auch stattfinden. Zu den Räumlichkeiten speziell, wenn es hat, würde ich das sicher nicht alles sagen. Aber jetzt einfach mal so, wir haben also keine Folterkammern und so, das hat es hier nicht. Gut, das ist ja schon mal beruhigend. Wie hast du das vergangene, eher schwierige Jahr erlebt? Und was hast du für Zukunftsideen, Anlassideen, wenn man dann wieder Anlass durchführen darf? Also, die Ausgangslage, dass ich natürlich zwei Hirten habe, zum einen als Angestellter von der Stiftung Burg Riechenstein, da habe ich natürlich immer zu tun gehabt. Ihr seht, so eine Burg, das ist ein Fass ohne Boden, da hat man immer etwas zu tun. Natürlich als Catering-Unternehmer ist es schwieriger, das weißt du als Künstlerin genauso gut wie ich, dass wir natürlich ein sehr hartes Jahr hatten. Dass wir das wieder aufholen können, ist schwierig. Wir sind auch nicht mehr in der Übung. Wir müssen das wieder uns erarbeiten. Und ich denke, da wird es vorher ein paar Trockenübungen geben. Was geplant ist in Zukunft? Ja, ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass sich die Menschen wieder anfangen zu treffen. Ist das in kleinen Gruppen, in grossen Gruppen? Ich glaube einfach, dass die Menschlichkeit wieder so hervorgehoben werden. Und wir haben jeden Tag im Leben ist ein Grund zum Feiern. Und ich denke, das wird wieder im Vordergrund stehen. Ja. Und wie du den Puls der Menschen fühlen und ja, dort den Schritt nach vorne machen. Ja. Alles andere wird sich automatisch geben. Ihr macht ja, also haben es bislang immer so der Leben wie zu Ritters Zeiten, so eine Veranstaltung gemacht. Was passiert dort? Was erwartet dort Gäste? Also das ist sicher etwas, was wir wieder werden möchten aufgreifen in der Zukunft. Der Gast erwartet eigentlich einen kulturellen Oben. Wir haben uns da aber so definiert, dass wir das nicht auf geschichtliche auf die geschichtliche Pauke schlagen, sondern dass wir eigentlich die Leute wollen feiern, ein Oben lang in eine andere Welt. Das passiert mit Musik aus dem Mittelalter. Wir arbeiten hier gerne mit dem Stuhls Kern zusammen, der sich spezialisiert hat mit Leier, mit Geigen. Und wirklich sehr erlebenswert, weil sie erzählen auch ein bisschen über ihre Instrumente und wo die herkommen und ganz viel Geschichte hinten dran. Dann gibt es Dreigänger. Da koche ich auch selber, bin selber in der Küche. Und wir versuchen hier nicht Schickimicki-Essen zu machen, sondern ein bisschen Wehrschaft, aber das auf sehr hohem Niveau. Und dann erzähle ich noch ein bisschen Geschichte zu der Burg, was ich das Gefühl habe, gehört hier dazu. Und möchte ihnen das dann auch mit auf den Weg geben, damit sie da ein bisschen eine Ahnung haben, was sie überhaupt gesehen sind, den ganzen Oben. Wunderbar, dann hoffe ich, dass die tollen Anlässe auf der Burg Riechenstein bald wieder möglich sind. Merci vielmals für das nette Gespräch. Mein Name ist Ronja Borer und ich wünsche Ihnen eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.